Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft gestrandet. Wir haben heute Freitag, den, was haben wir heute? 10., 11., 12., 18. War ich doch fast richtig, oder? Wir sind immer noch hier im Dschungelbiom und sammeln ein bisschen Material. Ich würde irgendwas mal wie den Stein aus der Tasche werfen. Ich werde auf jeden Fall hier nochmal Stein abbauen. Du warst in dieser Höhle, gell? Kann das sein? Weil hier unten ist ein Boot drin. Ja, genau. Ich hatte keinen Platz mehr. Und da hast du das Boot. Ja, ich brauchte Platz für Cobblestone. Verstehe, verstehe. Da habe ich das Bötchen geopfert. Das arme Boot. Kann ich hier im Nether einsam eh in der nicht Höhle. Kann ich im Nether eh nicht gebrauchen. Den Lava-Teil hast du wohl abgestickt, oder? Erstickt, meine ich. Mit der Wolle, richtig. Okay. Mit der blauen Wolle kann das sein? Wenn du oder da so blaue Wolle siehst, wird das so nicht sein, ja? So. War keine grüne Wolle. Dann ist ja gut, weil blaue Wolle hält besser Lava ab. Mhm. Die ist extra dafür gezüchtet. Das sind extra Lava-Abhaltschafe gewesen. Lava-Stopp. Wolle. Lava-Stopp, genau. Also feuerfeste Wolle sozusagen. Diese blöde verzauberte Hacke, die haut hier Löcher in den Boden, das gibt's gar nicht. So, das ich sammle auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Cobblestone für unseren Ausflug, weil wir wissen das ist gut, teilweise brauchen wir ja extrem große Brücken zurück. Ja, ich denke, das sind doch ein paar Meter bis zum nächsten Tor. So und so und so. Hi ho, hi ho, hi ho. Ja, haben wir nicht irgendein Thema? Wir haben bestimmt ein Thema. Du hast heute Endergames aufgenommen. Ich habe heute Endergames aufgenommen, ja. Und ich habe mich sowas von dämlich angestellt. Das ist schon nicht mehr feierlich. Aber naja, es wird Kommentare hageln, befürchte ich. Naja, gut. Muss ja jeder anfangen, wenn du es jetzt erst neu spielst. Ja, aber das macht nichts. Da stehe ich drüber, dass ich total doof bin und also in Sachen Endergames natürlich nur. Richtig, genau. Natürlich. Naja, manchmal auch so, aber ne? Wie gesagt, stehe ich zu. Ja, genau. Endergames habe ich gespielt. Hat Spaß gemacht. Ich bin sehr oft beim allerersten Mal verreckt. Ich war immer die Erste, die gestorben ist. Oder eine der Ersten. Und insgesamt habe ich heute sechs Runden gespielt. Und bei der letzten Runde war ich dann die Nummer 8. Also es waren noch 8 übrig mit mir. Ja, und dann war ich ganz schnell tot. Okay. Ja, ich habe vor lauter Panik meinen Bogen nicht gefunden. Und ach, keine Ahnung. Aber macht trotzdem Spaß. Es macht sehr viel Spaß. Mich ärgert es halt immer nur so ein bisschen, was eine Überlegung wert wäre, ob ich nicht diesen VIP-Account für einen Monat miete. Weil es ist so, dass wenn ich mich in ein Spiel einlogge, sage ich jetzt mal, also ich betrete diesen Server und jeder VIP kann mich rausschmeißen. Und es war wirklich, Entschuldigung, wirklich ganz oft, dass ich in einem Spiel drin war, stand in der Lobby und dann kam dann so ein dämlicher VIP und hat mich rausgeschmissen. Das heißt, ein dämlicher VIP ist ja jedem offen, ob er dafür bezahlt. Ja, natürlich. Also in Anführungszeichen, weil es ist schon ärgerlich, wenn du dann da drin bist und dann kommt dann ein VIP und kickt dich dann raus. Und wenn das dann 5-mal passiert, ja, dann ist es schon ein bisschen blöd. Ja, ist halt beliebt. Ja, genau. Und von daher überlege ich mir, ob ich das nicht machen sollte. Aber dauert halt lange, gerade wenn du es aufnehmen möchtest. Ja, wenn du es aufnehmen möchtest, so wie ich heute. Ich habe, glaube ich, 3 Stunden aufgenommen und nur 6 Runden gedreht. Und das ist dann schon eine langwierige Sache. Und um jetzt mal bei Gomme HD anzufragen, ob die mir dann so einen VIP-Status zur Verfügung stellen, habe ich halt einfach noch zu wenig Abonnenten und mache zu wenig auf meinem Kanal. Also von daher, unter Umständen werde ich mir dann auch so einen VIP-Status aneignen und dann tut es mir leid, aber dann muss ich alle kicken. Na ja, gut, das sind nur die reservierten Plätze. Ja, genau. So, ich überlege gerade, ob wir einen Teil hier lassen. Ja, ich habe ja Truhen mitgenommen, können wir ja machen. Wir können die Truhen auch im Nether aufstellen. Ja,
So, noch ein bisschen und dann komme ich zu dir runter. Ich habe gerade noch Steine gesammelt. In die Parallelwelt. Ich wollte noch mal Steine sammeln. Ja, Pest, hast du dein Handy nicht stumm gestellt, ha? Das liegt nicht bei mir, es liegt bei dir und das ist ja nicht so schlimm, das hört man nicht. Ich ja. Ah, okay. Gut, dann. Boah, ich muss mal meine Strickjacke ausziehen, mir wird gerade tierisch warm. Mhm. Aber ich bin ja auch im Nähtal, ne? Da darf man auch warm werden. Ich wollte gerade sagen, ja. Wenn ich so viel Lava sehe, da ist die Strickjacke schon zu viel dicht an. Ich habe gerade Wasser hier reingelassen, zum Glück habe ich hier ein Boot. Wo hast du Wasser reingelassen? In die Höhle. Ah, okay. Boah. Also mit dieser verzauberten Hacke, die ich in der Tasche habe, kann ich hier mit durch den Nitterstein gehen. Maschinengewehr. Wiu, alles weg. So, ich weiß, ich habe das Risiko, dass ich mich eventuell jetzt auf Lava zubuddel. Aber... Gehst du drüber, das schaffst du schon. Absolut. Eichensetzlinge brauchen wir nicht. Nee, nicht wirklich. Da haben wir drüben... Da genug. Ist die Wolle. Bring das doch alles mit hier rein, das können wir doch hier herstellen. Nein, 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 ich habe nicht von der Wolle gesprochen, sondern ich rede von der Wolle, wo du abgestoppt hast. So. Hier hast du Stein abgebaut. So, da ist das Tor. Ab in Nether. Ich würde hier aber zumachen, oder? Oh, nö. Das mache ich jetzt Eisen rein. Mal weg. So, dann stelle ich mal einen Ofen und... Hast du noch Cobblestone? Ah, nee, ich habe noch Cobblestone, ist schon gut. So, dann stelle ich hier mal einen Ofen und eine Workbench hin. So. Kannst du mal bitte den Sand nehmen? Nein. Ach. Warte. Dann mache ich uns mal eine Truhe, ne? Brauchst du nicht. Warte, ich schmeiß hier eine runter. Ich habe doch einstecken. Wie runter? Da. Ja. Ich habe doch die Truhen aus dem Tempel mitgenommen. So, dann lassen wir, was lassen wir denn hier? Ja, allen unnützen Kram nehmen wir auf jeden Fall was zu essen mit. Das Feuerzeug brauchen wir auch nicht unbedingt. Würde ich mitnehmen, falls ein Tor ausgeht. Und ich würde vorsichtshalber den Obsidian mitnehmen. Pfeile lasse ich hier. Ich habe ja noch 3 Truhen, das ist ja paar. Pfeile kannst du bitte mir geben, falls wir mit einem Gast kämpfen müssen. Was hast du hier für einen Turm gebaut? So, egal. So, Doppeltruhe. Schön asymmetrisch. Brathähnchen, kann ich hier lassen. Die Rindersteaks lasse ich auch hier. Einmal Wasser nehme ich mit. Das Zauberbuch. Schusssicher. Gold und Silber. Die Truhen lasse ich hier. Den einen Ofen lasse ich hier. Sand lasse ich hier. Tropensetzling nehme ich mit. Die würde ich auch hier lassen. Die können wir doch später abholen. Ja, dann müssen wir nochmal zurücklaufen. Ist ja ganz schön weit. Ja, dann. Und? Du machst noch eine Workbench? Wieso setzt du noch eine Workbench? Ich habe deine Workbench abgebaut, wenn ach, du ist eine Unverschämtheit. Die Augen aufmachen würdest. Ja. Unverschämtes Gör. Ja, du mich auch. So, dann packen wir erstmal. Was sollte das jetzt? Gib mir mal bitte dir. Stell mal bitte hier die 2 Truhen, also eine Truhe hin. Ja, genau. So. Also ich würde die Setzlinge und so hier lassen. Das kann man alles später holen, weil wenn wir nämlich sterben, dann sterben die Setzlinge mit. Da hast du recht.
Wir brauchen eh noch Stein. Wir haben nicht genug. Pfeile lasse ich einstecken. Dann kann ich dem Gast ins Gesicht schießen, wenn er uns angreift. So, Schaufel, Spitzhacke. Spitzhacke kann ich unterwegs machen. Holz habe ich. Stein sammeln. Ja, ich denke auch als Vorbereitung. So. Nochmal zurück. Da, wo die Wolle sitzt, war nur ein Block Lava, oder? Deswegen. Ja, ja, natürlich. Das ist gefahrlos, okay. Ja, ist natürlich nicht so eine spannende Arbeit jetzt für euch beim Zuschauen, aber das sind die Vorbereitungen für die lange Rückreise und ich denke mal, wir werden einiges an Cobblestone brauchen. Auf jeden Fall. Deswegen werden wir Minimalausrüstung mitnehmen. Und dann machen wir uns auf den Weg. Was ist denn hier für ein grüner Schimmer? Wo ist grüner Schimmer? Texturfehler oder sowas bei mir. Dieser grüne Schimmer, den du da siehst, mein Herz. Das ist wahrscheinlich dein gesetzter Punkt. Ah, stimmt. Ja, 6 Meter, ganz genau. Hey. Minecraft-Profi. Dass du das erkannt hast. Ja, ja, ja. Stell dir vor. Ja, ja, lach nur über mich. Nein, tu ich nicht. Würde ich niemals auslachen. Nee, nee, natürlich nicht. Nein. So. Boah, ich hab erst 4 Stacks. Das gibt's ja nicht. Gut, ich hab meine nicht. Liegt ohne Ende Cobblestone. Warum sammelt das denn keiner ein? Also, keine Ahnung. So, machen wir die Decke noch ein bisschen weg. Und dann, ich glaube, das wird dann erst in der nächsten Folge, wenn wir losziehen. Aber eine notwendige Arbeit, um sicher durch den Nether nach Hause zu kommen. Und dann haben wir es geschafft. Dann werden wir demnächst auch mal wieder was bauen. Ja, denn dann kannst du endlich mal mit deinem Baumhaus loslegen. Denn mir persönlich stinkt es. Ja, du hast ja jetzt genügend, sagen Sie mal schnell. Setzlinge habe ich nicht genügend, da habe ich gerade mal 2. Ja, dann bauen wir hier noch mal aber trotzdem, ich nehme trotzdem 2 mit, weil ich keine Lust habe, zurückzureisen im ersten Moment. Das langt mir dann erstmal. Mach dann, ich habe damit kein Problem mit der Reiserei. Du hast es ja schon mal hinter dir gehabt, die Reise. Ja, ja, schön blöd. Naja, gut, egal. Mach mal Licht. So. Deckenarbeit hier und so und da ab. Da rein und da und da. Da und da und da und da. So. Steht hier noch ein halber Baum, den hast du gar nicht abgebaut. Ja, richtig. Komplett. So, 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 so. Da packt auch eine Fackel rum. So, jetzt habe ich keine Lust mehr, Stein zu hauen. Ich würde sagen, wir machen uns dann gleich auf den Weg. Noch ein bisschen was. Und
dann haben wir es gleich geschafft. Gibt es noch Kakaobohnen, die kann man noch mitnehmen. Ach, die Kakaobohnen, die wachsen nur an den Dschungelbäumen, hast du was erzählt, oder? Da habe ich da was Die wachsen an den Dschungelbäumen, aber im Endeffekt kannst du die, glaube ich, an jeden Baum hängen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Achso, aber sie entstehen hier in dem Sinne. Ja, richtig. Ich bin mir, ich weiß es jetzt nicht, aber du kannst sie auf jeden Fall an den Dschungelbaum hängen und dann, dann wachsen die da und kannst du dann halt da Eier anbinden. Ah ja, okay, verstehe. Da muss noch nicht mal, Grünzeugs dran sein. Der Stamm reicht alleine schon zum Wachsen von denen. Okay. Naja, guck mal. Wenn wir zurück sind, können wir wenigstens Kakao. Das ist ein Eichenbaum. Das ist wieder der Grafikfehler. Grafikfehler, ja. So, da. Hast du noch Setzlinge bekommen? Kann ich dir nicht sagen, ich baue gerade ab. Dauert ja immer einen Moment, bis da was kommt. Ja, lass es bitte die Cane, weil wenn du das abbaust, kann es sein, dass wir weniger kriegen. Das ist Eiche. Es sind ziemlich viele Nicht-Tropenhölzer dazwischen. Oh, das ist ja ein kleiner Baum hier. Ja, das passiert häufiger, dass da so ganz kleine, so ich habe 2 Stück schon, mindestens. Das ist auf jeden Fall ein anderer. War da ein Holz dazwischen? Da war ein Holz dazwischen, genau. Das passiert häufiger, dass das Ding nur einen Block hoch ist. Ja, so. Boden. Okay, so. Ja, wir warten jetzt noch ein bisschen, bis die hier sich auflösen, die Blätter. Um gegebenenfalls noch ein paar Setzlinge mitzunehmen. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und zwar morgen, wenn wir dann durch die Nether endlich zurückreisen. Die Vorbereitungen sind soweit getroffen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen hoch da. Wir sagen danke für die Aufmerksamkeit und bis morgen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.